herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier im Mittelalter bei Bridge Constructor Medieval Mittelalter. Ja, wir kommen endlich in die Welt Nummer 4. Und ich bin schon sehr gespannt. Sire, die Vorratslager sind gefüllt, die Verteidigungsanlagen wurden verstärkt und die Truppen sind abmarschbereit. Auf in den Kampf! Na, was denn sonst, Sire? Auf in den Kampf! Ich bringe, Nachricht, großer... Großer Schluck, was stammelst du da? Werde deutlich und oder ich lasse diese Faust deutlich werden. Unsere Banden sind zerschlagen worden und König Harold hat seine Verbündeten, sie greifen an. Elendiges Gewürm, lass die Krieger ausrücken, zermalmt sie mit Felsenkugeln. Wir werden sie gnadenlos vernichten. Oh, jetzt wird's echt ein bisschen düster. Das heißt, wir können jetzt endlich diese Zerstörungsbrücken mehr bauen. Und wir schauen uns die erste Brücke an. Das ist, lass mindestens 4 Feinde in die Schlucht stürzen und wenn ich 6 vernichte, gibt's da dafür eine Krone. Okay. Wir bauen die Brücke wie immer. Erstmal einmal, zweimal, dreimal, viermal. Was haben wir zur Verfügung? Wir haben alles zur Verfügung. Aber wir wollen sie ja möglichst schlecht bauen. Das heißt, wir machen das einmal nach diesem Muster. Einmal, zweimal. Ich hoffe, das langt schon. Ansonsten müssen wir ein bisschen, ja, einfach Sachen weglassen. Sie werden wahrscheinlich wieder von rechts kommen, nehme ich an. Okay, also die ersten sind drauf. Jetzt kommen die Pferde und... Ja, das war ja leicht. Also eine ganz einfache Brücke und einfach dann warten, dass es übers Gewicht drüber geht. Gar kein großartiger Stress, das ging wirklich leicht. Ich bin entsetzt. Ja. Schauen wir mal, ob es noch eine Zwischensequenz gibt. Nein, gibt's keine. Okay, das erste Lager ist bekämpft und ja, dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Runde hier in Auf in den Kampf und Mittelalter Bridge Constructor. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis morgen dann. Ciao, ciao.